Ich werde immer wieder unter meinen Videos gefragt, ob ich nicht auch mal festes Duschgel vorstellen könnte oder ob ich was empfehlen kann. Und ich bin auf die Suche gegangen und habe dieses hier gefunden. Das ist von der Marke hier Secret de Provence. Und wie das für mich funktioniert, ich habe ja schon einiges abgebraucht von dem Produkt, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und mir ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit wirklich ein Thema. Und wenn es Produkte in fester Form gibt, ist das natürlich eine tolle Sache. Ich wurde hin und wieder mal unter meinen Videos gefragt, kannst du nicht mal irgendwie eine feste Dusche vorstellen oder kannst du was empfehlen? Ich habe bis dato so gut wie gar nichts getestet, außer das Alverde-Produkt. Das kann ich dir mal unters i legen, weil bei mir ist es oft so, ich teste ja die festen Shampoos und die kannst du eben auch locker für den ganzen Körper nehmen. Also wenn du ein Problem mit einem festen Shampoo hast und das bei dir in den Haaren einfach nicht funktioniert, nimmst zum Duschen her. Es ist im Grunde echt egal. Und wir haben hier jetzt die Marke Secret de Provence. Da habe ich auch schon ein Schuppenshampoo vorgestellt. Das werde ich dir auch mal unters i legen. Und daher kenne ich die Marke auch. Es ist eine Marke, die gibt es bei Amazon. Ich werde dir auf jeden Fall mal einen Link unten reinpacken. Und das ist eine Marke, die es bei Ecoverde gibt. Nicht jeder bestellt bei Ecoverde, nicht jeder möchte bestellen bei Ecoverde, also bei irgendwas Neuem. Und Amazon ist halt da dann schon eine bessere Anlaufstelle, weil da haben die meisten einen Account. Und deswegen verlinke ich dir mal unten meinen Affiliate-Link. Da kannst du mal reingucken. Und das hier wird als allergiefreundlich bezeichnet. Also ich gebe zu, ich habe erst mal gecheckt, als ich das bestellt habe, ist es tatsächlich ein seifenfreies Waschstück oder wird man da so ein bisschen beschissen? Die Inkipedia, die hat da ja ein super krasses Fachwissen, was das betrifft. Und im ersten Kommentar verlinkt, du guckst aber auch in die Infobox, weil ich dieses Video hier vordrehe. Da findest du einen Blogartikel rund um das Thema Tenside, Seifen, seifenfreies Waschstück etc. Da hat sie unwahrscheinlich tolle und hilfreiche Informationen reingepackt, wo man erkennen kann, hat man es hier jetzt nicht doch irgendwie mit einer Kombibar zu tun oder ist es seifenfrei oder ist es nicht seifenfrei? Man muss halt auf dem freien Markt immer so ein bisschen aufpassen, was ist was oder steht es nur drauf, ne? Also Marketing ist in vielerlei Hinsicht einfach alles. Ich habe erst im Nachhinein so ein bisschen gecheckt, so allergiefreundlich. Es duftet doch. Und ihr wisst ja, das Thema Duftstoffe ist so eine Sache. Und wenn jemand mit Allergiefreundlichkeit wirbt, besser wäre es natürlich, wenn so ein Produkt nach gar nichts riecht, weil es ist einfach eine falsche Vorstellung, dass man Duftstoffe auf die Haut packen muss. Das muss nicht notgedrungen sein. Ich setze Duftstoffe eigentlich grundsätzlich immer nur gezielt ein. Deo, Deo-Spray, Parfum, wie auch immer. Und das hier kann man nämlich auch im Gesicht anwenden. Und das Thema Duftstoffe habe ich ja auch schon in einem Video behandelt. Verlinke ich dir mal unter das i. Das würde jetzt einfach zu weit gehen. Das hier ist tatsächlich mildformuliert. Also wenn man die Ingredients anguckt, hier ist Parfum drin. Und das ist die milde Variante. Also es gibt deklarationspflichtige Duftstoffe, die sind hier nicht drin, die aber bekannt sind, dass sie halt eben Allergien auslösen können. Und es riecht eigentlich nur ganz leicht. Also schon aus diesem Grund heraus könnte ich mir vorstellen, dass sowas einfach duftstofffrei komplett in Ordnung wäre, weil selbst Allergiker eben auf das kleinste bisschen Duftstoffe reagieren können. Aber was weggelassen wurde, sind Sulfate. Und jetzt kommt etwas, das ist nur mein eigenes Empfinden. Einzig und allein, nur mein eigenes Empfinden. Ich will nicht von gut oder schlecht sprechen. Ich bin jemand, ich liebe Schaum. Und dieses Stück schäumt nicht. In meiner Kindheit kannte ich dieses seifenfreie Duschgel vom Aldi. Das gibt es immer noch, Omiamed oder so. Und das hat auch nicht geschäumt. Ich habe das Zeug gehasst. Ich habe das wirklich gehasst. Das war auch komplett duftstofffrei. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Und daran erinnert mich das.
weil es halt wirklich nur so eine leichte Schicht auf der Haut macht. Und ich gebe zu, ich mag es nicht. Ne? Also ich war immer schon jemand, ich liebe halt einfach Schaum. Schaum hat aber nichts damit zu tun, ob etwas reinigt oder nicht. Also man kann es durchweg schon verwenden. Ich habe nur einfach gemerkt, durch das, dass es halt einfach nicht so schäumt, nütze ich es einfach nicht so gerne. Ich habe mir jetzt ziemlich lange eine Meinung über das Produkt bilden müssen, weil ich einfach auch eine Zeit lang hintereinander dann das Produkt auch verwendet habe. Bei Ecoverde findest du nämlich den Kommentar unter dem Produkt, da hieß es, es würde tatsächlich austrocknen. Das finde ich wiederum nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht ein Mensch bin mit sonderlich trockener Haut. An manchen Stellen schon, ja. Aber ich finde das auf keinste Weise, dass es irgendwie austrocknen würde. Zusätzlich, wer meine feste Shampoo-Video-Reihe kennt, ich werde dir die Playlist mal unten reinpacken. Da guckst du mal rein. Da erwähne ich immer wieder, dass diese Stücke mit den absurdesten Farben gefärbt sind. Und wenn es nur weiß ist, ne? Also es wird selbst in weiß eingefärbt zum Teil. Dieses Produkt hier ist nicht eingefärbt. Auf Farbstoffe wurde ebenfalls verzichtet. Das ist rote Tonerde. Welchen Sinn diese rote Tonerde hier in dem Produkt hat, weiß ich nicht. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass die... ich nenne es jetzt mal Seife, es ist ein seifenfreies Waschstück. So umgangssprachlich spricht man häufiger über das Thema Seife, aber es ist ein seifenfreies Waschstück. Nennen wir es Waschstück, sonst kommen wir bloß durcheinander. Das Waschstück ist nicht so formuliert, finde ich, dass es die Haut beruhigt. Also ich kenne durchweg andere Produkte, die das irgendwie auf anderem Weg einfach ein bisschen besser schaffen. Das schafft es eben nicht. Der Preis ist aber vollkommen in Ordnung. Die ganze Geschichte kostet unter 7 Euro. Da kann ich echt nichts sagen. Also bei Ecoverde kostet es 6,79 Euro. Also wenn du immer bei Ecoverde bestellen möchtest und andere Produkte irgendwie im Auge hast, guck dir das Produkt mal an, teste es mal aus. Weil hier, muss ich ganz stark sagen, es ist wirklich Eigenempfinden. Ob man das so in der Form ganz gerne mag, es wird halt geworben mit Argan-Öl und Glycerin und so weiter. Ich finde, davon merkt man nicht so viel. Wie schon erwähnt, das können einfach andere Produkte auf eine gewisse Art und Weise einfach besser. Was ich sonderlich gut finde, ist halt eben, dass auf Duftstoffe verzichtet wurde. Also Parfüm ist enthalten, aber auf deklarationspflichtige Duftstoffe wurde halt eben verzichtet und dass eben kein Farbstoff drin ist. Da denke ich mir jedes Mal, die sind zum Teil so absurd eingefärbt, um so einigermaßen eine ansprechende Farbe irgendwie zu bekommen. Und wenn man hier das anguckt, die rote Tonerde hat eben so eine Peach-Farbe herausgebracht, was ja auch nicht schlecht ist. Ich will noch einen Gedanken mit euch teilen, und zwar wird hier einfach damit beworben, dass man es auch im Gesicht anwenden kann. Warum sollte man sein Waschstück nicht auch im Gesicht anwenden? Also es ist halt eben so eine Sache, so eine Marketing-Sache für jeden Körperbereich, ein anderes Produkt ist immer... Ich bin halt so eingestellt, dass ich mich halt nur auf die wesentlichen Dinge eben konzentrieren möchte. Und Minimalismus ist mir da schon so ein bisschen wichtig. Aber das Problem ist halt ganz oft an solchen Produkten, die sind halt oft überparfümiert. Und da das halt hier mild formuliert ist, kannst du im Gesicht das ohne Bedenken anwenden. Und ich finde, wie schon erwähnt, es trocknet eben nicht aus. Das ist eine tolle Sache. Kennst du dieses Produkt? Hast du Erfahrung mit diesem Produkt? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Du hast jetzt wahrscheinlich mitgekriegt, dass meine Meinung dazu jetzt nicht strikt ist. Das ist so ein Mittelding zwischen gut und schlecht. Also es gibt gute Aspekte, es gibt für mich aber auch jetzt nicht wirklich schlechte Aspekte. Ich würde es mir aber auf keinen Fall mehr nachkaufen. War schön, das Ding mal probiert zu haben für euch. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Wenn ihr Vorschläge zu anderen Produkten habt, in dem Bereich, das gerne unten in die Kommentare packen. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir das Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.